Moin Leute, uns hat es heute Morgen in die beschaulichen Westfalenhallen in Dortmund verschlagen. Und wir stehen jetzt, wie ihr gut sehen könnt, am KTM-Stand. Ich habe mir schon mal Verstärkung geholt. Neben mir steht der Thomas. Hallo. Hi, grüß dich. So, wie ihr seht, wir stehen vor der 125er Duke, die ja 2017 neu aufgelegt wurde. Wir haben uns eigentlich alle gewünscht. KTM hat uns endlich erhört. Und darum, was habt ihr an der 2017er Duke im Vergleich zum alten Modell anders gemacht? Ja, die 125er Duke haben wir ja seit 2011 im Programm. Eigentlich ja doch unverändert. Für 2017 haben wir einige Neuerungen. Fangen wir mal an, wir haben halt eben jetzt ein TFT-Display. Wir haben neue Schaltereinheiten, die die Bedienung etwas leichter machen. Wir haben jetzt den lackierten Tank. Die Plastik sind auch komplett neu gemacht worden. Der Motor ist jetzt Euro 4 fähig. Euro 3 war vorher, der ist jetzt Euro 4 fähig. Ja, ABS ist eh wieder an Bord, wie eh und je. Das sind eigentlich so die Neuerungen. Also, das klingt alles in allem top. Dementsprechend musstet ihr praktisch wegen der Euro 4 Norm die Duke neu bauen und habt gedacht, dann können wir es direkt richtig machen, oder? Ganz genau. Also jetzt einfach nur den Motor im Grunde auf Euro 4 umrüsten, hat dann nicht gereicht. Wie gesagt, seit 2011 unverändert, seit 2011 auch in den Zulassungszahlen immer auf Platz 1. Und ich denke, das wird auch ab 2017 dann so bleiben. Ja, also wir sind auf jeden Fall sehr, sehr überzeugt von der neuen Duke. Und was wäre denn jetzt ein absolutes Totschlagargument, wenn ich mir überlege, eine Duke zu kaufen? Die Duke ist eigentlich bei den 16-Jährigen, wie gesagt, seit 2011 immer sehr gut angekommen. Von der Technik her sind wir da absolut auf dem aktuellen Stand. Wie gesagt, ABS, Euro 4, das Motorrad ist eigentlich ja, ready to race. Ja, dann vielen Dank, Thomas. Und hier verlinken wir euch jetzt direkt noch das Video zur KTM SX.